einem Rennen in Neuenknick in der Nähe von Minden so schwer, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist und Egon Müller war nicht versichert. Wie es ihm heute geht, Volker Drews hat ihn besucht. So kennen Norddeutschlands motorsportbegeisterte Zuschauer Egon Müller. Der mehrmalige Sandbahn-Weltmeister und erste deutsche Speedway-Weltmeister fuhr in seiner langen Karriere meistens seinen Konkurrenten auf und davon. So wie hier 1983 in Norden, als Müller mit maximaler Punktzahl den begehrten Titel errang. Auch in diesem Jahr wollte er noch einmal angreifen. Nach überstandener Knieverletzung, zugezogen bei einem nicht verschuldeten Autounfall und intensiver Saisonvorbereitung, wollte Egon Müller in seiner letzten Saison noch einmal einen Weltmeistertitel holen. Doch dann in Neuenknick bei Winden beim zweiten Speedway-Bundesliga-Rennen dieser Unfall mit Hans-Otto Pingel. Seitdem verbringt Egon Müller seine Zeit nicht mehr mit Motorrädern, sondern ist mit gebrochenem Lendenwirbel stramm ans Krankenbett gefesselt. Egon, wir liegen jetzt hier schon 3 Wochen in Kiel in der Uniklinik. Wie lange wird der Heilungsprozess noch dauern und kehren Sie danach als Fahrer wieder auf die Bahn zurück? Ja, ich habe natürlich jetzt in der letzten Zeit unheimlich Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken, über die Verletzungsgefahr in dieser Sportart, die ja so immer schlimmer und härter wird. Und ich muss also ehrlich sagen, eigentlich ist es Blödsinn, dass man überlegt und nochmal fahren will. Aber ich muss es einfach tun, weil die Industrie hat da so große Erwartungen in mich gesetzt und ich habe mich auch so optimal vorbereitet auf diese Saison. Insgesamt 96 Stunden Krafttraining und Waldlaufen und Radfahren. Die Weltmeisterschaftsviertel Finalentscheidung ist am 8. Juni in Haselinkel und daran wollte ich gerne teilnehmen. Mein Professor, der zeigt mir einen Vogel, wenn ich davon rede, weil er sagt, es gibt es nicht, aber ich bin also ziemlich fit körperlich und so weiter, dass die Heilung möglicherweise etwas schneller geht wie beim normalen Menschen. Ich hoffe das auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht zum unerfreulicheren Thema an der ganzen Sache. Sie liegen jetzt hier seit 3 Wochen, wie gesagt. Es besteht noch die Möglichkeit, dass Sie arbeitsunfähig werden. Wie sieht das überhaupt versicherungstechnisch in Ihrem risikobehafteten Beruf aus? Das ist ja das Problem bei uns Rennfahrer. Es gibt keine Versicherung, die uns versichert. Weil das beinhaltet jede Versicherungspolice, diesen Klausus, wer an Wettbewerben teilnimmt, wo eine Höchstgeschwindigkeit erzielt wird, ist also nicht versichert. Und deshalb habe ich auch gar keine Versicherung. Ich habe nur die gesetzliche, die also hier die wirklich effektiven Kosten übernimmt, Behandlung. Und ansonsten gibt es auch nichts. Ich muss eben, das ist das harte Los eines Profis. Und da habe ich auch jahrelang mit leben müssen und muss es auch in Zukunft tun. Es ist also auch nicht so, dass der Veranstalter dieser Bundesliga-Rennen Sie irgendwie versicherungsmäßig absichert.